Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Mini Metro. Die letzten drei Folgen haben die drei ersten Städte betroffen, die von Anfang an freigeschalten sind: London, Paris, New York. Ich habe die mittlerweile schon ein paar Mal gespielt. Berlin habe ich nur kurz einmal angeschaut. Ihr seht, Bestleistung 17 Passagiere. Also, das habe ich nicht wirklich weitergespielt. 17 Passagiere schaffe ich immer. Ganz so unfähig bin ich dann doch nicht. Schauen wir mal, wie Berlin wird. Ist schwer zum sagen. Nutze die wenigen dir zur Verfügung stehenden Tunnel, um Berlin unter der Spree hindurch zu verbinden. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, da auf dieser Insel entstehen keine Stationen. Blunk, blunk, blunk. Und schon haben wir unsere erste Zugverbindung. Wir haben, wow, wir haben genau zwei Tunnels nur gehabt. Das ist wenig. Das ist echt wenig. Machen wir das so mal. Nachdem wir keine Tunnel haben und das Ding auf der falschen Seite ist, das Viereck, Quadrat, ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ich hoffe, dann auf der Quadratseite entstehen noch ein paar. Wow, das Ding ist jetzt schon voll. Wisst ihr was? Da bauen wir doch glatt eines in die andere Richtung. Oh, schon wieder ein Kreis. Kann ein Ding wie auf der Seite entstehen? Na gut, machen wir es so. Berlin hasst mich bereits jetzt. Das ist gut. Das passt gut da rein. Das entlastet die Linie wirklich stark, wenn da so ein Dreieck dazwischen ist. Hey, eine Lok. Bahnlinie oder ein Waggon? Na. Nimm einen Waggon, weil ich habe schon Züge eingebaut, sonst kann ich die nächste Bahnlinie erst gar nicht bauen. Klar, ist eh klar, noch so ein blödsinniges Ding. Machen wir das so. Das schaut doch ganz gut aus, oder? Und das einzige Quadrat ist auf der anderen Flussseite, ist eh klar. Ich hätte da drüben entsteht jetzt ein Cluster an Dreiecken. Ist dann nicht ganz so häufig wie das mit den Kreisen, aber naja. Blink, blonk. Gott, ich brauche mehr Tunnel.
Ich werde meinen ersten Ding hier hinter dich setzen. Vielleicht werden wir da auch etwas anders machen. So, okay, gut. Jetzt müssen wir wieder umbauen. Jetzt brauchen wir nämlich einen zweiten Tunnel darüber. Das heißt, wir können das nicht kreisförmig lassen. Das heißt, wir müssen das so oder so auftrennen. Das grüne Ding hier. Wir müssen den grünen ganz relativ kurz machen jetzt. Aber naja, ja, wir können da ja einen von den Zügen woanders hin tun. Im schlimmsten Fall. So, jetzt haben wir eigentlich so, machen wir es so. Weiß nicht, ob das gut ist, aber wir machen es jetzt mal. Die machen wir so. Ach weh. Tunnels wären ganz gut, wenn wir ein paar hätten noch. Tunnels, nicht Bahnlinien. Nein, Bahnlinien nehmen wir auch. Brauchen wir gleich noch eine. So. Das ist ja schrecklich. Ich verliere dieses Spiel schon vor, bevor ich überhaupt 400 Leute in dem Ding habe. Der grüne ist mein Spezialdinger, Abdecker, der dunkelgrüne. Da haben wir das Kreuz, was auch immer, das Kreissegment und die Raute. Haben wir da eigentlich irgendwas Sinnvolles an der grünen Strecke auch? Ein einziges blödes Dreieck da hinten, ewig weit weg von allen anderen Sachen. Die dunkelgrüne Strecke ist eine Katastrophe. So. Ja. Nein. So. Ist das besser? Nö, eigentlich nicht. Irgendwie müssen wir es so machen. Also wenn wir das da weg tun. Oh ja, genau, noch so ein blödsinniger Kreis da oben. Als hätte man nicht eh schon genug davon. Das ist eine sehr ärgerliche Sache. Ich gehe jetzt schon ein, das ist irgendwie tragisch. Ich krieg noch eine Linie, die ich dann da oben hinsetzen kann. Wenn schon keine Tunnels, dann wenigstens noch eine Linie. Eins, zwei, drei.
das gut so? Verbindet alle von diesen Dingern da. Diese Station macht es jetzt auch nicht wirklich besser. Wir brauchen außerdem Züge für die grüne Linie. Gut, aber daher. Warte mal, vielleicht machen wir das so. Die dunkelgrüne Linie ist nämlich sonst total überfordert. Und statt dessen legen wir das da in die rote Linie rein. Ich kann nicht einmal so blöd, wenn das da dazwischen ist. Ja. Ist ja fürchterlich und ich habe keinen einzigen Tunnel bis jetzt gekriegt. Ist die rote auch mittlerweile vollkommen überfordert. So. Oh ja, und da haben wir jetzt einen Stern, der entstanden ist. Okay, dieses Spiel ist bald zu Ende, das sehe ich jetzt schon. auf 500 kommen sie mal gut. Und noch so ein spezieller. Oh, supi. Wie wäre es mit noch einem Quadrat vielleicht da herunten? Das wäre super. Ein Quadrat auf der südlichen Seite der Spree wäre absolut ideal. Wie sehe ich das jetzt noch nicht so kommen? Das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Dieses Dreieck hier ist ziemlich arg. Ach, kein einziger Tunnel. Das ist hoffentlich nicht Ihr Ernst. Machen wir einen Waggon oder eine Bahnlinie? Was soll ein Waggon, was soll eine Bahnlinie bringen? Ich könnte die rote etwas entlasten. Mit einer neuen Bahnlinie, yep. Aber das Gebiet hier, dieses Dreieck, da kann man nicht. Ja, klar. Direkt neben dem anderen Quadrat. Habt schon vollkommen recht, das bringt voll was. Nur die braune hin, da werden nur die Vierecke hin. Oder vielleicht machen wir das sogar so. Dadurch wird die grüne Linie etwas kürzer. So, wir haben jetzt noch eine Bahnlinie. Wir könnten die rote Linie ein wenig entlasten. Mal das da. Mal so vielleicht. Und ich kann man vielleicht auch noch darauf geben. Jetzt haben wir da. Wow, lauter fürchterliche Sachen drinnen, aber sie ist sehr kurz.
verlängern. Weil da sind Stern. Den Stern muss man auch irgendwie wegbringen. Ja, aber gut, dass ich die rote verkürzt habe. Ja, die kommt eh nicht nach mit dem Ding, mit der Endstation da. Jetzt könnte sie vielleicht nachkommen mit ihrer Endstation. Ah, fürchterlich. Dinger da abgrasen. Wir könnten die sogar kreisrund machen. Oder auch nicht. Nein, können wir nicht. Mist, da ist der Fluss im Weg. Ärgerlich. Sterben. Und noch ein Dreieck. Irgendwie. Das muss man irgendwie. So machen vielleicht. Auf jeden Fall will ich nicht, dass der Grüne das übernimmt, das Dreieck. Oder nein, wir machen das folgendermaßen. Ich bin schon da. Und du gehst da her. Ist so ein bisschen länger jetzt die Strecke. Aber es macht, glaube ich, nicht ganz so viel Unterschied, hoffe ich. Oh ja, noch ein Kreis da drüben. Jetzt wird die dunkelgrüne auch langsam eingehen, nehme ich mal an. Können wir auch irgendwas Sinnvolles kriegen als nur Bahnlinien und Waggons? Offensichtlich nicht, nehmen wir diesmal den Waggon. Ich glaube für die dunkelgrüne Linie werden wir jetzt dann bald am brauchen. Oder für irgendeine eigentlich. Sehen. Meine Güte, wir sind so unfähig. Herrschaften, aber immerhin 612 Passagiere haben wir transportiert. Es gibt Schlimmeres. Das war Berlin. Ihr habt gesehen, wie ich gescheitert bin. Und zwar elendiglich gescheitert bin. Ich habe in Let's Plays gesehen, wie Leute problemlos auf 2000 Passagiere gekommen sind. Ich weiß echt nicht, wie die das machen. Ich schaffe es auf jeden Fall nicht. Ich schaue, naja, es gibt ein paar Tricks, die ich mir schon angeschaut habe und die ich mir überlegt habe, mit denen ich auch so auf die 1500 bis 2000 komme. Also in New York habe ich 1600 geschafft, obwohl ich da so kläglich gescheitert bin letztens. Aber das nächste Mal schaut wieder rein. Wir begeben uns wieder nach Übersee. Ich glaube Montreal ist das nächste. Bis dahin. Wünsche ich euch schönen Spaß und fahrt mit der U-Bahn, das ist nämlich durchaus sinnvoll. Bis dann.